Hi, heute zeige ich euch ein neues Produkt, was wir haben. Das ist der Hall Rollenschleifer. Mit dem kann man Messer schärfen. Das kann eigentlich wirklich jeder. Das ist der große Unterschied bei diesem Produkt. Wir verkaufen ja schon seit 15 Jahren Messer und haben verschiedene Schleifstäbe, aber da haben die Leute immer Angst, dass sie ihn falsch verwenden. Das auch nicht ganz ohne Grund. Der Schlimmste ist allerdings meist, dass sie es gar nicht verwenden. Aber dieser Hall Rollenschleifer, da haben die Leute keine Angst mehr vor und damit schafft jeder sein Messer zu schleifen. Wir haben diese Schieblehre hier, oder diese leere Messerlehre, die hat einen 15 Grad Winkel und auf der anderen Seite einen 20 Grad Winkel, mit dem ich mich entscheiden kann, wie scharf ich die Messer machen möchte. Ich lege den einfach auf den Tisch und nehme dazu mein Messer. Ich mache jetzt heute nämlich den 15er und da hefte ich das Messer dran mit dem Magneten. Es wird einfach befestigt und ihr seht schon, ich habe einen gewissen Grad. 15 Grad sind das. Damit kann ich 15 Grad auf der einen Seite an das Messer machen und 15 Grad auf die andere Seite. Also, Magnetlehre anlegen, mit der scharfen Scheibe beginnen. Ich werde in diesem Video nicht komplett zeigen, wie man ein Messer schärft, sondern nur theoretisch, aber es gibt von Hall etliche Videos, die das gut erklären. Wichtig ist zu wissen, es ist sehr einfach zu benutzen. Ich gehe mit der Schleifscheibe dran entlang und schleife einfach hin und her. Wenn ich das oft genug gemacht habe, zum Zwischenschärfen reicht das schon, was ich gemacht habe, gehe ich auf die andere Seite und entgrate nur noch die Kante oben. Nur noch ganz fein. Das mache ich fünfmal mit jeder Seite und dann bin ich fürs Erste schon fertig. Viel Arbeit ist nur das allererste Mal, ein Messer zu machen. Ihr habt Messer in der Schublade liegen, die waren einmal so vom Schärfegrad her, dann sind sie mittlerweile rund oben und stumpf. Wenn ihr jetzt neu anfangt zu schärfen, dann schärft ihr quasi von dieser Seite aus langsam durch jede Bewegung das Messer wieder neu und baut die Seite neu auf oben. Aber ihr müsst halt so lange mit der Leere dran langfahren, mit der Rolle, bis ihr oben in der Spitze seid. Und dafür gibt es einen Trick, indem man sich die Kante ein bisschen mit einem Edding bemalt. Das zeigen die auch in anderen Videos. Und wenn ihr dann einen Schwiltstift nehmt und dann an der Kante lang schleift, dann seht ihr sehr schnell, dass oben immer noch Farbe von dem Stift ist. Nehmt am besten einen roten Edding, das geht noch besser als einen schwarzen. Und dadurch seht ihr, dass ihr noch nicht oben auf der Spitze angekommen seid, sondern bisher nur hier Material weggenommen habt. Und das ist das Entscheidende fürs erste Mal. Ich persönlich würde schätzen, beim ersten Mal, je nach Messer natürlich, aber jede Seite 100 Mal mit der scharfen Diamantscheibe. Das ist die Diamantscheibe und das ist zum nachher fein nacharbeiten. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, gibt es von Hall noch ein Set, mit dem man noch feiner arbeiten kann. Dann haben wir hier noch eine 3000er und eine 6000er Scheibe. Zu den anderen sind keine gerade angegeben. Die sind innen drin in einem schönen Tuch verpackt. Einem Hall-Tuch. Und diese Scheiben können dann einfach seitlich auf euren Rollenschleifer aufgeschraubt werden. Dafür macht ihr die andere Scheibe runter. Das ist ein Handgriff. Der hat hier ein Gewinde. Und die feinere drauf. Und dann könnt ihr das Ganze nochmal feiner machen am Ende und das nochmal perfektionieren. Außerdem ist bei diesem Schärfset ein Leder dabei. Mit dem kann man das Ganze am Ende abziehen. Und damit nimmt man auch die letzten Metallsplitter vom Messer runter und optimiert das Ganze. Das Ganze kommt aus dem Schwarzwald und wird seit einigen Jahren produziert. Jetzt auch neu bei uns im Laden. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, habt ihr noch die Chance, den Hall Pro zu kaufen. Vom System her identisch, aber der hat ein Planetengetriebe. Die Scheibe, wenn ich hier vorne drehe, dreht sich schneller in beide Richtungen. Und dann kann man noch schneller das Ganze schärfen. Aber ob man das haben muss, das müsst ihr entscheiden. Der normale sollte eigentlich ausreichen und wenn man es schon genau wissen möchte, kann man noch die Zusatzscheiben kaufen, um dann noch eine feinere Oberfläche drauf zu bringen. Dann ist es noch etwas stabiler, das Messer. Aber eigentlich reicht für den Anfang das normale Set. Das Set besteht immer aus der Leere und dem Rollenschleifer. Und dazu kann man, wenn man möchte, wenn man das nicht in die Schublade legen möchte zu Hause, gibt es diesen Displayständer. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Auf jeden Fall scharfe Messer.